dann sagt, und wir haben das, und wir haben das Thema bei den Frauen mit der längeren Ausbildung, die laufen in die Falle rein, dass sie ihre Ausbildung fertig haben, sich noch nicht im Arbeits- und der Familienleben gefunden haben, und dann ist der Punkt vorbei, wo sie einsteigen mit Kindern, und es sagt alle Erfahrung, kommt das erste Kind jenseits von 30, gibt es wenig zweite und meist keine also dritten Kinder, wir brauchen aber also zweite und dritte Kinder, und das heißt, die also der Hemmung gebildeter Frauen, dass sie ihr Kind dann bekommen, wenn es, ich sag mal, richtig ist, nämlich also davor dem, der 30. Lebensjahr, die muss man unterlaufen. Dabei habe ich unterschiedlichste Ansatzpunkte. Ich habe mir das angeschaut in den USA, habe das zitiert, ich habe mir das französische Modell angeschaut. Ja. Ich habe diese Überlegung gemacht, auch aus einer gewissen Ratlosigkeit heraus, was man als Anlass machen könnte. Aber Sie haben recht, wir müssen, erstmal bin ich generell also gegen materielle Anreize für Kinder. Mhm. Kinder, wenn man sie selber hat, weiß, sind sowieso eine, entweder sind sie, ich sag mal, Lust, dann wenn sie das nicht sind, sind sie eine, also die gelassen, dass das eh kein Geld ausgleichen kann. Also das muss schon mal weg. So. Der Staat muss seine also der Verantwortung für Kinder über öffentliche Einrichtungen aber wahrnehmen. Sie sagen ja ganz klar, wenn man über Anreize anredet, dann bitte so, dass auch die Richtigen die Kinder sehen. So, und das ist jetzt die Diskussion, die Sie hier angestoßen haben. Was sind die Richtigen, was sind die Falschen? Das ist ja das, wo Sie an Kritik ernten. Also 50.000 Euro, Sie kommen nicht mehr in Frage. Oder Frau Eckes, also ich meine, sie ist jetzt 34, 50. Oder Frau Eckes, studiert hat ich weiß sie gar nicht, ob möglicherweise ob Frau Eckes Kinder hat. Ich will jetzt auch nicht indiskret sein, aber ja, noch nicht. Aber wenn sie keine hätte, wäre es hohe Zeit. So, ja. Eines der Probleme der sarrazinischen Vorschläge wird an dem Punkt auch wieder exemplarisch deutlich. Ich habe nach der Lektüre Ihres Buches das Gefühl gehabt, dass bei Ihnen der vollwertige Mensch erst mit dem Hochschulabschluss beginnt. Das ist falsch. Und das sieht man auch an der Frage, wem Sie sozusagen zusätzlich Geld geben wollen. Nein, das ist... Ich stimme Ihnen zu, dass formale Bildung in Anführungszeichen ein Indiz sein kann, aber es soll auch schlaue Menschen ohne Abitur geben. Und insofern glaube ich, Herr Sarrazin, an dem Punkt wird es sozusagen sehr klar. Und da werfe ich Ihnen vor, dass Sie in der Zeit, wo Sie selbst etwas hätten verändern können, genau das Gegenteil gemacht haben. Ich meine, meine Heimatstadt ist Offenbach. Wir haben einen höheren Migrantenanteil als Neukölln, aber trotzdem nicht Zustände wie im Hollbergviertel. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir eine aktive Integrationspolitik machen. Und ich glaube, als Sie Finanzsenator waren, Herr Sarrazin, haben Sie die Vorklassen in Berlin abgeschafft und beschweren sich dann darüber, dass die Kinder in die Schule kommen, und kein Deutsch können. Ja. Und ich glaube, wo Sie ja recht haben, ist, wir müssen die Institutionen stärken. Wir können den Hartz-IV-Empfängern kein Kindergeld streichen, das wird sowieso komplett angerechnet. Aber wir müssen die Institutionen stärken. Aber aus der Überlegung heraus dann 50.000 Euro Prämien für Akademikerkinder verteilen zu wollen, zeigt, dass sie offensichtlich immer noch nicht verstanden haben, was man eigentlich tun muss. Ja, so fangen wir genau an dem Punkt an. Ja, aber Frau Eckes wollte gerade zwischendurch was sagen, weil sie noch angesprochen also Berlin, war mit den das Kindern, ich, dass es jetzt also an das der Zeit wäre. Das habe ich mir immer angeschaut. Ich habe für Bildung war ich immer bereit, Geld auszugeben, die also der Vorklassen in Berlin wurden vom der Bildungssenator gegen meinen Willen abgeschafft. Und wir geben in Berlin, haben die höchsten Ausgaben pro Kind, pro Schüler in der ganzen Bundesrepublik. Werden wir in der ganzen Zeit durchbehalten. Aber der Berlin liegt in den also PISA-Resultaten am untersten Ende. Wenn es eines also beweist durftest, dass die Frage mit Geld am allerwenigsten zu tun hat, dann ist es Berlin. Darf ich jetzt Frau Eckes einschalten? Entschuldigung, das musste ich jetzt mal im Zusammenhang sagen. Der Respekt gegenüber dem Gesprächspartner ist absolut... Ich hatte es gar nicht bemerkt, hätte dorthin geschaut. In der Tat, ich habe es gemerkt. Frau Eckes, die Frage, wie man die jetzt in diesem Falle auch die muslimischen Migranten zum Beispiel oder eben auch überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft bringt, haben Sie eine gute Antwort dazu? Wie man sie weiter integrieren kann, besser integrieren kann. Also ich glaube, dass man... Oder glauben Sie, das Geld, um es präziser zu fragen, ist eine gute Möglichkeit? Nein, das Geld kann keine Rolle spielen. Ich bin selbst kein Kind reicher Eltern gewesen. Mein Vater ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, meine Mutter war Hausfrau. Aber meine Eltern haben durchaus sehr früh verstanden, dass, da sind wir uns, glaube ich, ausnahmsweise alle einig, dass die Sprache Deutsch und eine gute Schulbildung das einzige Ticket in eine funktionierende Gesellschaft und auch in ein funktionierendes Leben ist. Aber die Frage ist tatsächlich, wo klafft das Ganze auseinander? Warum
Oder wie kann man zum Beispiel Dinge lösen oder muss man auf die Leute zugehen, wenn zum Beispiel junge Mädchen, die muslimisch und sehr streng vielleicht erzogen werden, die aber wahnsinnig intelligent sind oder kreativ sind. Und will man diese Leute aufgeben oder findet man Mittel und Wege und wenn ja, welche, um gerade auf diese Mädchen zuzugehen? Es gibt in Berlin eine Lehrerin, die wunderbare Arbeit leistet. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das allgemein umzusetzen. Aber diese Frau geht zu den Leuten nach Hause, die redet mit dem Vater und sagt, deine Tochter ist schlau, die kann was. Lass sie ihr eigenes Leben in die Hand nehmen. Und also man muss wirklich da reingehen, in die Köpfe der Menschen gehen. Das ist keine Sache, die man von oben herab diktieren darf. Ist denn die Debatte dafür hilfreich gewesen, weil Sie gesagt haben, Sie sind im Grunde genommen dankbar, dass wir darüber diskutieren? Sind Sie denn dankbar auch quasi für die Richtung, die die Debatte jetzt genommen hat? Also ich glaube, inzwischen geht sie vielleicht doch irgendwann mal in eine richtige Richtung, weil ich glaube, dass inzwischen jeder verstanden hat, dass jeder Einzelne in der Gesellschaft eine gewisse Verantwortung hat, dass jeder Einzelne nicht diese Dinge der Politik oder irgendwelchen anderen oder nur dem Schulsystem überlassen kann, sondern ich muss auf meinen Nachbarn zugehen, ich muss auf die Lehrer meiner Schulkinder zugehen. Ich hätte übrigens auch zur Hauptschule gehen sollen damals. Mein Vater hat sich vehement dagegen geweigert und hat gesagt, die hat gute Noten, die geht entweder direkt aufs Gymnasium oder wenigstens auf die Realschule. Warum hat Ihr Vater sich geweigert? Können Sie das mal erklären? Weil mein Vater sich sicher war, dass ich mehr kann. Er hat sich geweigert, dass ich auf die Hauptschule gehe. Ja. Weil er wusste, andersrum. Ja, und er wusste, dass ich natürlich, wenn ich in die Hauptschule besuche, später schlechtere Chancen habe. Ja. Und eine interessante Frage finde ich auch, warum wandern scheinbar, wie es ja so oft heißt, die falschen Menschen nach Deutschland ein? Warum schafft es Deutschland nicht, für eine gewisse gebildete Elite attraktiv zu sein? Und wo sind zum Beispiel all die indischen Computerexperten hin, die alle angeworben sind? Warum sind die alle wieder geflüchtet? Was ist Ihre Antwort? Also es muss ja einen Fehler im System geben in Deutschland. Ich glaube, dass man nach wie vor, auch wenn man sich noch so sehr anstrengt, mit einem türkischen, pakistanischen, indischen Vor- und Nachnamen es immer noch wahnsinnig schwierig hat, in eine gewisse Schicht, sage ich jetzt ganz bewusst, einzusteigen. Ich würde gerne Herrn Schimpel was fragen, und zwar deshalb, weil gestern Ursula von der Leyen eine Zahl publiziert hat. Angeblich ist sich die gesamte politische Klasse einig darüber, dass man Zuwanderung braucht, und zwar qualifizierte Zuwanderung. Die Wirtschaft sagt, Herr Henkel würde das, glaube ich, unterstützen, Fachkräfte fehlen. Das ist die Forderung der Wirtschaft, die sagen, bitte lass uns Fachkräfte reinholen. Der Befund ist der, letztes Jahr sind nach Deutschland gekommen, ich glaube 640 Spitzenkräfte, weil die ja ein Mindesteinkommen von 66.000 Euro erzielen müssen, damit sie bleiben dürfen. 640 Spitzenkräfte. Ist das, was wir hier führen, gut für die Zuwanderung von morgen? Ich glaube, dass das auch zu diesen Themen gehört, wo eine große Mehrheit ihre Ängste dran auslässt. Also wenn wir zum Thema Einwanderung Umfragen machen, ich spreche übrigens lieber von Einwanderung, weil wir im Wortsinne auch Einwanderung meinen. Wir meinen nicht Zuwanderung, das sind nämlich die Menschen, die nur vorübergehend kommen und wieder gehen sollen. Wenn wir dazu Umfragen machen, gibt es auch 2/3, die sagen, nein, bitte keine weiteren Einwanderer in unser Land. Wir haben eine Bevölkerung, die in ihrer großen Mehrheit in den letzten 10 Jahren die Erfahrung gemacht hat, dass die Löhne nicht steigen, dass sie häufig sinken, die das Gefühl hat, dass ihre Arbeitsplätze prekär sind, die mit Hartz IV die Garantie bekommen hat, wenn ihr ausscheidet, seid ihr nach einem Jahr aus dem Arbeitslosengeld raus. All das ist die Kulisse, vor der das stattfindet. Und die Debatte, die wir in den letzten Wochen und Monaten geführt haben, trägt ganz sicher nicht dazu bei, dass wir jetzt insgesamt eine bessere Willkommenskultur haben. Es gäbe eine Möglichkeit. Herr Pfeiffer hat weniger gesagt als Sie, Herr Henkel. Ja. Entschuldigung, dann aber gleich, bitte. Es gäbe eine Möglichkeit. Schauen wir uns wie die Amerikaner es machen. Harvard vergibt an intelligente Menschen aus Dritte-Welt-Ländern Stipendien, wenn sie anschließend auch noch eine Zeit lang in den USA arbeiten. Wenn wir ähnlich vorgehen würden, im Augenblick haben wir volle Universitäten wegen Aufhören von Wehrpflicht und Doppeljahrgang und so weiter. Aber in 3-4 Jahren wird es nicht mehr so sein, dann kommt der demografische Wandel. Warum entwickeln wir nicht ein Stipendiensystem, wo wir qualifizierte Leute einladen, nicht als fertiggebackene Ingenieure nach Deutschland zu kommen, sondern als Studenten und hier BAföG bekommen und hier studieren und danach mit einem Vertrag, du musst mindestens 5 Jahre in Deutschland anschließend arbeiten, sonst musst du zurückzahlen. Der Mann der Wirtschaft also könnte das eine Möglichkeit, wie wir uns Qualität reinholen, die wir dringend brauchen, weil wir nicht genügend von der Menge her
an Babys haben, um das alles ausgleichen zu können. So, jetzt Herr Henkel. Ja, seit zwei Jahren, wir reden seit zwei Jahren, drei, vier, fünf Jahren, sind wir der Meinung, dass wir jetzt ein Einwanderungsland geworden sind und alle Parteien akzeptieren das. Das war zu der Zeit, als ich in der Süßmuth-Kommission zur Zuwanderung war, noch nicht der Fall. Es hat sich also herumgesprochen, dass Deutschland ein Einwandererland ist. Sie sind auch der Meinung und Sie finden das gut? Nee, Augenblick. Seit zwei Jahren sind wir kein Einwandererland mehr. Ein Auswandererland. Seit zwei Jahren sind wir ein Auswandererland. Mhm. Und es kommen ja kaum noch Türken. Auch nicht, auch relativ wenig von denen, die also keine besondere Qualifikation haben. Im letzten Jahr haben wir 144.000 Deutsche verloren. Deutsche, die meistens gut ausgebildet sind, für die deren Ausbildung der deutsche Steuerzahler auch was bezahlt hat. Und die gehen irgendwo anders hin. Die gehen nach Australien, nach Neuseeland, nach Kanada. Wenn sie ein Visum haben, gehen sie in die USA. Am liebsten gehen sie in die Schweiz und Neuösterreich, teilweise sogar noch nach Großbritannien und nach Holland. Also in dieser Gesellschaft läuft irgendwas anderes schief. Wir sind ein Land, was ganz offensichtlich nicht mal mehr für unsere eigene Elite attraktiv ist. Und darunter leidet natürlich die gesamte Gesellschaft. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo das Studium an den meisten Universitäten nichts kostet. Und trotzdem kommen die ausländischen Studenten nicht gern nach Deutschland. Und wenn die deutschen Studenten, die etwas vermögendere Eltern haben, die schicken ihre Kinder ins Ausland zum Studieren, da kostet es eine Menge Geld. Sie sagen ja, die Türken kommen schon nicht mehr, ist denn dann die Angst völlig, dann ist ja die Angst völlig unbegründet, also dass wir hier überfremdet werden? Ich habe noch nie Angst gehabt, ich kenne keine Angst, ich kenne höchstens Furcht. Ja, Angst habe ich vielleicht vor den Launen meiner Töchter früher gehabt, das habe ich aber Gott sei Dank heute auch nicht mehr nötig. Also, Sie haben keine Furcht? Was ich sagen wollte, ist, dass wir uns keine Gedanken machen müssen im Augenblick über weitere Zuwanderung von wenig qualifizierten Menschen. Wir haben jetzt mit den mittleren und Langzeitfolgen der bereits erfolgten Zuwanderung zu kämpfen. Und wie Herr Sarrazin zu Recht sagt, mit denen, die in erster, zweiter oder dritter Generation hier in diesem Land sind. Aber das heißt, unser Problem ist eher, dass wir keine guten Leute im Land halten können. Ich möchte gerne eines ergänzen und jetzt einmal noch mal den Blick ins Ausland werfen. Und zwar deshalb, weil das Gefühl der Menschen in vielen europäischen Ländern genau konträr ist. Offensichtlich glauben viele in europäischen Ländern, dass es eben zu viel Überfremdung gibt und deshalb gibt es Menschen, die politischer Seite sehr viel Erfolg haben. Wir werfen einen Blick auf nationalpolitische Menschen im Ausland. Massenzuwanderung gefährdet den Sozialstaat und nutzt ihn aus. Das behauptet aus Österreich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Deutsch statt nichts verstehen, plakatierte seine Partei 2005. Islam ist keine Religion, sondern eine faschistische Ideologie, behauptet der niederländische Rechtspolitiker Geert Wilders. Freiheit statt Islamismus. Freie Frauen statt Kopftuchzwang. Sekundiert aus Österreich der Haider-Nachfolger Strache, denn Muslime machen Europa zu einer Kolonie Arabiens, sagt Geert Wilders. Rassismus unter Muslimen gegen Christen will Rechtspopulist Strache entdeckt haben. Koran verbieten, fordert Wilders, wenigstens aber eine 1.000 Euro Kopflumpensteuer für Frauen, die ein Kopftuch tragen. Eine Kopflumpensteuer könnte man fast komisch finden. Herr Sarrazin, was unterscheidet Sie denn von diesen Menschen? Oder würden Sie sagen? Ja, also zunächst einmal, es ist richtig, dass wir nicht ausreichend für qualifizierte Einwanderer attraktiv sind. Das habe ich ja auch gesagt in meinem Buch, also Hoffnung, wir könnten unsere intellektuellen und also der demografischen Lücken künftig durch Inder und also Chinesen füllen, trügt, die kommen nicht zu uns. Das sagt einem auch übrigens Siemens, die geben denen die schönsten Posten, die wollen nicht im Rheinhaus in München-Perlach leben. Die Inder, die haben andere Lebensvorstellungen und sie wollen auch kein Deutsch lernen. Also geht Siemens dorthin. Wir haben aber das schon ein Thema und das ist nicht das Thema Türkei. Die türkische Einwanderung ist im Wesentlichen abgeschlossen. Da haben wir eher jetzt das Thema, dass die also Besseren da zurückgehen und die türkische Unterschicht bei uns bleibt. Das ist ein anderes Thema. Ich rede
in meinem Buch konsequent immer von also der muslimischen Einwanderern aus der also Türkei, Afrika und der Nahen Mittelost. Und das ist das Thema. Und das wird ein Thema bleiben und das wird ein noch viel größeres Thema werden, denn der demografische Druck, den wir dort aus